Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory hier auf meinem Kanal. Und heute wie immer noch das gleiche Problem, der LKW. Er will nicht richtig fahren. Ich habe jetzt ja hier ein bisschen mehr Platz gemacht und auf der anderen Seite drüben habe ich auch nochmal ein bisschen mehr Platz gemacht. Ich habe so eine große Einfahrt gebastelt und den Weg ein bisschen verbreitert auf der Brücke. Der wird dann wieder enger auf der Geraden und wird dann wieder breiter zum Ende. Genau, vielleicht machen wir den ganzen Weg auch nochmal irgendwie breiter. Auf jeden Fall jetzt hier Aufnahme starten über das kleine Menü und dann fahren wir die Runde nochmal. Und los geht's. Hier haben wir jetzt ja eindeutig mehr Platz. Da sollten wir ja eigentlich ganz gut rumkommen. Genau, und dann hier ganz wichtig, schön die Kurve eckig nehmen, eng nehmen, damit wir hier in der Mitte bleiben. Vollgas. Dann können wir hier durchzischen. Dann hier vom Gas runter ein bisschen. Schön in die Mitte lenken. Ja, und dann müssen wir den leider jetzt umfahren. Das ist doch nicht sein Ernst jetzt, ne? Super. Das können wir dann alles nochmal neu machen, weil er da irgendwie auf der Strecke rumhantiert. Egal, ich fahre einfach mal so aus Übungszwecken. Hier habe ich die Einfahrt einfach groß gemacht. Sieht ein bisschen komisch aus, weil sich die Flächen überlappen. Aber hier hat man jetzt halt genug Platz, um einmal hier längs zu fahren. So, tschu. Und auch zum Drehen hat man jetzt genug Platz, weil man einfach hier dann wieder hoch kann. Jetzt speichert er natürlich wieder. Wer hätte es gedacht? Ich weiß noch gar nicht, wie es am besten ist, hier hoch und runter zu fahren. Da rein und raus zu fahren, meine ich, bei der Ein- und Ausfahrt da. Aber dass er jetzt hier ist, ne, das ist echt richtig scheiße. Wenn hier schön die Kurve eng nehmen. Ja. Dann nicht vergessen, hier weiter rechts rüber dann wieder beim Rückweg. Also hier beim Hinweg so gesehen. Und dann sind wir auch schon da. Aber die nehmen wir nicht. Die verwerfen wir wieder, die Route. Achso, die haben wir noch gar nicht gespeichert. Dann speichern wir die einmal. Nennen die LOL, weil die scheiße ist. Und dann löschen wir die gleich wieder. Und Wegpunkte ausblenden. Und dann... ja, einmal. Nochmal neu starten, ne? Müssen wir jetzt. Wegen dem Viech. Ich hoffe... warte mal. Ist der jetzt da noch? Nicht, dass der jetzt die ganze Zeit da ist. Dann fahren wir den ja noch stundenlang über den Haufen. Ne, ich glaube, er ist jetzt wieder zurück. Okay. Okay, dann werden wir das Ganze nochmal probieren. Einsteigen, Menü öffnen. Ich setze ein bisschen zurück. Einen Moment. Oh. So, als wenn wir hier richtig hochkommen. Rückwärts ist das Ding ja ultra langsam. So, dass wir hier so... so sind. Menü, Aufnahme starten und los geht's. Ah, das sieht gut aus. Hier die Kurve schön eng nehmen. Jawohl. So mittig wie möglich. Wenn es nicht genau mittig ist, ist es ja jetzt nicht so schlimm. Hier mit Vollgas hoch. Da können wir hier vom Gas gehen ein bisschen. So. Nicht zu viele Wegpunkte auf einen Haufen. Hier können wir schön längs brettern mit Vollgas. Hier runter. Und dann direkt hier einlenken. Und dann hier einmal rum. An der LKW-Station vorbei. Einmal rum und wieder Vollgas. Und wieder hoch. Vollgas. Guck mal, der kommt den Berg mit 60, fast mit 70 hoch. Das ist die Höchstgeschwindigkeit von dem Schlepper. Oh, hier ist er ein bisschen gerutscht. Ich hoffe. Oh, nicht so schnell. Ja. Hm, super. So, weiter rechts rüber. Weil da die Einfahrt ist. Ja,
Jawohl. Und dann sind wir auch schon wieder da. So, die nehmen wir jetzt mal. Die speichern wir jetzt. Lagerroute 1. Dann laden wir die. Und dann machen wir den Autopilot an. Wegpunkte ausblenden. Und dann steigen wir mal aus. Ja, das sieht gut aus. Ja. Nee, das sieht... Ja, doch. Das könnte er vielleicht sogar noch besser hinkriegen. Er hat jetzt auch sehr viel Gas gegeben hier. Aber der ist auf jeden Fall viel schneller als ein Schlepper. Ja. Sieht ganz in Ordnung aus. Ja, man braucht einfach ein bisschen mehr Platz, ne? Ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Und was macht er jetzt hier? Kriegt er das hin? Ne, das schafft er nicht. Dafür ist er zu dumm irgendwie. Er hat da jetzt auch irgendwie gewartet, ne? Ich weiß auch nicht warum. Obwohl ich da längst gefahren bin einfach. Ja, müssen wir mal schauen, wie er das beim nächsten Mal hinkriegt. Er lenkt jetzt auch gar nicht ein. Jetzt setzt er ihn auch zurück. Ne, das schafft er nicht, oder? Oh, doch, doch. Das hat er jetzt gut hingekriegt. Also die Auffahrt funktioniert auf jeden Fall eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, die nächsten Male... Also er fährt das immer besser mit der Zeit. Oh Mann, was macht der hier, ey? Du musst hier mal weg. Das geht so nicht. Du hältst den ganzen Verkehr auf. Was macht ihr denn hier? Oh mein Gott. Das ist total verrückt, was hier passiert. Was ist das? Hä? Junge, was machst du hier? Kannst du bitte gehen? Du musst weg hier, ganz weit weg. Oh Mann. Ich hau ihn noch ein bisschen. Der muss hier weg. Der darf hier nicht sein. Der muss ganz weit weg. Kannst du bitte einfach ganz weit weglaufen? Noch weiter, 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 weiter. Weiter. Der ist aber auch schnell, ne? Ja. Sieht ganz gut aus. Ach, guck mal, hier ist so ein... Haben wir schon geholt. Hätte mich jetzt auch gewundert, dass ich die nicht geholt habe. Die Festplatte. Ah, guck mal, er ist auch schon wieder am Start. Okay. Okay, er fährt auf jeden Fall seine Tour. Vielleicht muss man das noch vernünftiger fahren. Einfach langsamer. So dass die Waypoints, also die Wegpunkte auf jeden Fall richtig schön gesetzt sind. Dass es da keine Probleme gibt. Weil wenn ich das hier sehe, ne? Warum bremst der denn nicht? Du bist doch schon 10 Meter da reingefahren. Na, hallo? Was soll das werden? Das verstehe ich halt nicht. Und jetzt hat er seine Reifen gerade gestellt. Ja, und jetzt fährt er dagegen, ne? Dann setzt er zurück. Dann macht er den gleichen Faxen wie eben gerade. Jetzt müsste er ja schon einlenken. Und gleich setzt das System ihn dann wieder rum.
Ja, genau, jetzt passiert wieder das Gleiche. Mit dieser rutschenden Kurve. Okay, dann sollten wir vielleicht so reinfahren und dann so rumfahren. Dass das so behindert ist, ne, mit dem. Nur weil er so riesig ist, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, okay, an einigen Stellen bin ich auch ein bisschen verquer gefahren. Also wie gesagt, ich glaube, ich würde das nochmal neu machen und so ordentlich wie möglich fahren. Ja. Was auch immer das jetzt werden soll, das bleibt dann jetzt erstmal so, bis es wieder genau zurückgesetzt wird. Ja, an manchen Stellen kriege ich das einfach nicht richtig hin, ne? Wegen nicht genug Platz. Was macht er jetzt? Was war das denn? Dass ich hier raufgesprungen bin, oder? Kann auch nicht sein. Hier hält er auch an, irgendwie, ne? Die Knotenpunkte könnte man vielleicht nochmal überarbeiten. Machen wir erstmal jetzt den Autopilot aus. Wegpunkte anzeigen. Oh, warum musst du denn immer speichern, wenn ich irgendwas mache? So, dann der hier. Der kann gelöscht werden. Den löschen wir. Und dann entladen wir einmal kurz den LKW. Genau. Und dann fahren wir einmal jetzt die Strecke zurück. Da werden wir dann mal schauen, ob wir entweder uns dafür entscheiden, die einmal ganz ordentlich zu fahren, auch wenn es länger dauert, damit uns keine Schlenker passieren, weil die Geschwindigkeit setzt er ja dann eh im Endeffekt fest. Uns geht es ja eigentlich nur um einen ganz ordentlichen Weg. Egal wie langsam man den fährt. Ich glaube, das ist hier echt das Problem. Dann versuchen wir ihn jetzt nochmal zu aktivieren. Gucken, was er macht. Ich habe jetzt ein paar Waypoints gelöscht. Vielleicht nimmt er den dann hier besser. Den ist ihm auch noch irgendwie zu eng. Könnten wir den hier... Ja, ja, den hier löschen. Hallo? Bruder, fahr nicht durch mich durch, weil dann würde er so fahren zu dem und dann direkt zu dem. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Bevor ich die ganze Runde jetzt nochmal neu fahre, gucke ich einfach da, wo es hackt. Oh. Und dann löschen wir die. Den hier vielleicht löschen. Und der hier muss bleiben. Das ist, glaube ich, der da gewesen, der das verursacht. Und der hier. Genau, er würde dann nämlich von dem hier... Ja, okay, das ist vielleicht gar nicht so gut gewesen. Zu dem fahren und dann schauen wir mal. Gleich nochmal. Ah, das ist aber auch jetzt echt nervig, ne? Weil man muss ja jetzt immer gucken. Das muss auch noch abgeändert werden noch.
ob man das überhaupt lassen kann, weil der ja viel, viel höher ist. Ja, was macht er eigentlich gut? Er hat genug Platz. Er fährt hier einmal durch. Hat er sich denn eigentlich entladen? Ne, er entlädt sich gar nicht dann, ne? Okay, das ist natürlich ganz schlecht. Okay, Moment, Bruder. Bleib mal hier. Wir machen das nochmal neu. Also hier Routen öffnen, ne? Genau. Löschen. Bestätigen. Abbrechen. Autopilot deaktivieren. Und dann würde ich sagen, starten wir vielleicht mal auf der anderen Seite. Warum hat er denn immer noch eine... Ja, okay, die Route ist noch geladen, ne? Ja, hehehe. Ist ja total toll. Okay. Wenn wir Aufnahme starten, ist das eh weg. Okay, dann fahren wir die jetzt einmal ganz ordentlich. Und achten überhaupt nicht auf Geschwindigkeit, sondern wirklich auf Ordentlichkeit. So, dann würde ich sagen, dass wir so fahren. Oder, warte mal. Oder fahren wir anders? Der Rückwärtsgang ist aber auch übel. Ne? Was soll es auch anderes sein, als das, was er jetzt speichert? Das Speichern ist aber so wichtig, ne? Okay, wir kommen dann jetzt hier runter. Dann würde ich sagen, es ist vielleicht doch besser, dass wir so fahren, dass wir hier den Bereich nutzen, um den Schlenker zu machen. So. Dann dreht er hier wieder um. Weil er hat ja genug Platz, dann hier so reinzufahren. Und dann hier wieder rumzufahren. Oh, was macht er denn hier schon wieder, ey? Junge, das geht nicht. Du musst hier weg. Mann, was soll denn das jetzt? Ey, man kann die ja auch so schlecht töten, ne? Weil die haben echt viele... Punkte, Lebenspunkte. Man kann die immer nur auf den Arsch kloppen. Okay. Operation LKW geht weiter. Ja, und dann fährt man hier schön mittig, damit man den Platz auch nutzen kann. Bloß nicht zu doll lenken. Lieber langsamer fahren, damit er viele Waypoints setzt, damit er eine schöne Kurve fährt. Genau. Was zur Hölle war das denn jetzt? Sag mir nicht, der kommt dagegen. Das geht doch gar nicht. Das ist die Grafik, die dagegen kommt, ne? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin der Meinung, das ist die Grafik. Wir knallen doch gar nicht dagegen. Das geht doch gar nicht. Ja, okay. So, dann starten wir jetzt hier. Nochmal jetzt. Ich dachte erst, wir starten auf der anderen Seite. Aber es war auch ganz gut, dass wir einmal drüben waren. Entleeren wir den einmal. Und ja, dann starten wir hier. Aufnahme starten und let's go. Schöne Kurve fahren. Nicht zu schnell, einfach nur schön. So. Lieber langsamer fahren, weil er dann ja viele Waypoints setzt. Schön langsam in die Kurve. So. Ein bisschen die Gerade nutzen hier. Und die Fläche auch von der Geraden, dass wir so mittig bleiben, so wie es geht, so gut wie es geht. So, jetzt wird sie eh wieder breiter. Und dann haben wir gesagt, dass wir von rechts kommen jetzt.
So. Dass wir hier längs fahren. So. Ah, vielleicht ein bisschen eng. So. Aber jetzt habe ich da gar nicht gehalten, ne? Egal. Übung ist auch wichtig, damit wir hier eine schöne Strecke fahren. Ja. Hoffentlich passiert das gleiche von eben gerade nicht nochmal. Nö. Ja, okay. Aber das war scheiße. Okay. Aufnahme starten und dann nicht vergessen, da hinten einmal halten. Man muss eine Sekunde halten. Wenn man nur durchfährt, dann entlädt er nicht. So. Alles löschen. Gut. Aufnahme. Let's go. Klar kann man das Menü schließen. So, schön langsam hier rum. Jetzt muss er natürlich speichern. Ist aber nicht so schlimm. Und dann hier schön in Mitte. Immer mittig bleiben. Nicht zu schnell. So, sehr schön. Mal versuchen, in der Mitte zu bleiben. Jetzt rechts halten. So. Rechts halten. Sehr schön. Einlenken. Weiterfahren, stehen bleiben, weiterfahren. So, hier hoch. Ja, wunderbar. Dann sind wir auch mittig ziemlich. Guti, immer schön mittig bleiben. Langsam, nicht zu schnell, damit er schön viele Waypoints setzt, damit er eine flüssige Strecke hat. Ja. Nervenaufreibend hier. So, jetzt aber speichern wir die mal und hoffen, dass das jetzt funktioniert. Dann laden wir die einmal und dann einmal Wegpunkte ausblenden, Autopilot aktivieren. Hat er jetzt eigentlich... Ja, okay. Es kann auch sein, dass es hier voll ist, ne? Ja, ja, klar. So, das war's. Satisfactory. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wem es gefallen hat, der lässt ein Like da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.